schau mal da, schau mal. Schau da, guck mal da oben. Ja, komm. Wir versuchen sie nochmal. Hm? Da oben, guck mal. Yay! Hallo Bücherfreunde und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, ein Try a Chapter. Ich habe ganz vergessen, euch ein offizielles Intro zu diesem Video zu drehen, weshalb das jetzt kommt, einige Tage nachdem ich eigentlich schon offiziell angefangen habe. Aber macht ja nichts, ich bin auf jeden Fall jetzt durch die letzten Bücher der Jugendbuchreihe quasi gegangen. Die, die das Ganze noch nicht so ganz verfolgt haben, ich habe jetzt eine große Aktion des Subabbaus, also mein Stapel ungelesener Bücher, immer noch vor mir. Ich bin jetzt gerade bei meinen Jugendbüchern, hatte vorher die Romane und die ja hauptsächlich auch Fantasy-Bücher gehabt und ja, die Jugendbücher musste ich eben in zwei Teile teilen und das ist jetzt der zweite Teil davon. Also falls ihr die ganze Reihe noch nicht kennen solltet, könnt ihr da gerne in den anderen Videos vorbeischauen. Ich werde euch die Playlist verlinken. Und ja, jetzt sind wir mal gespannt, wie viel ich jetzt aussortiert habe, weil es war doch nicht so ganz einfach. Aber ja, wir werden es sehen und dann auf jeden Fall auch beim Fazit die konkrete Zahl, die ich jetzt aktuell auch immer noch nicht weiß. Also viel Spaß! Ich war gerade duschen und habe aber in der Zwischenzeit in die ersten 5 Bücher eingelesen. Und ich werde jetzt aussortieren Hex Hall, Wilder Zauber von Rachel Hawkins. Das hat sich einfach sehr kindisch angehört, war irgendwie gar nichts für mich. Es hat mir nicht so zugesagt. Highschool-Geschichte, ein Zauber geht, ein missglückter Liebeszauber. Also ein Liebeszauber geht schief. Die Protagonistin wirkt irgendwie ein bisschen seltsam. Also es war irgendwie nichts für mich. Schade, weil da hatte ich doch irgendwo noch Hoffnungen drin. Aber nein. Das kommt weg. Genauso schade finde ich auch das hier, A Crack in Everything von Ruth Frances Long. Denn das spielt zumindest zum Teil in Dublin. Und das war eigentlich echt cool, weshalb ich es auch immer noch nicht aussortiert hatte. Aber irgendwie bin ich da jetzt auch nicht so scharf drauf gewesen auf die ersten paar Dinge, die ich so über das Buch gelesen habe. Und ja, ich habe das tatsächlich damals auch in Dublin gekauft, aber ich habe noch andere Bücher da, die ich damals gekauft habe. Dann kann ich die als Andenken behalten und das wird dann jetzt halt ausziehen. Dafür behalte ich auf jeden Fall Heliopolis, Magie aus ewigem Sand von Stefanie Hasse. Das hat sich schon auf den ersten paar Seiten richtig cool gelesen. Die Welt hört sich sehr interessant an. Es ist so, ja, wie man, denke ich, auch ganz gut erkennen kann, ägyptisch angehaucht. Und ich bin sehr interessiert daran, da mehr über die Welt zu erfahren. Von daher sehr cool. Und Knochendiebin von Margaret Owen. Auch hier fand ich die Welt schon ziemlich cool, jetzt direkt am Anfang. Und ja, da habe ich auch auf jeden Fall Lust, mehr drüber zu erfahren. Und glaube, dass das auch recht spannend sein könnte. Und Angel Fall, auch so. Es war jetzt schon sehr spannend, sehr interessant. Im Gegensatz zu dem Buch hat mir auch die Protagonistin schon direkt zugesagt. Sie ist so eine typische Badass-Protagonistin wieder. Das mag ich ja total. Kennt ihr ja schon von mir. Ja, und deswegen werde ich das auch auf jeden Fall behalten.
Und jetzt schnappe ich mir die nächsten 5 Bücher und werde euch dann auch wieder updaten, wenn ich dazu ein bisschen mehr zu sagen habe. So, heute passe ich zu meinem Stuhl. Ich habe jetzt aber auf jeden Fall gestern Abend die nächsten 5 Bücher angelesen. Fangen wir mal an mit denen, die wegkommen. Das ist zum einen Der Winter erwacht von C.L. Wilson. Mir hat hier irgendwie hauptsächlich der Schreibstil gar nicht zugesagt. Der war sehr hochgestochen, ist glaube ich das falsche Wort. Sehr blumig, sehr, ja, sehr gewollt irgendwo. Sehr gekünstelt und da weiß ich einfach, dass ich da nicht, ja, wirklich viel Lust drauf habe, da reinzulesen. Deswegen wird das ausziehen. Natürlich hat mir die Geschichte jetzt irgendwie so von dem, was ich gelesen habe und dann auch die Inhaltsangabe und so mittlerweile doch nicht mehr so viel zugesagt. Wenn das nämlich überwiegend richtig sich toll angehört hätte, dann hätte ich es natürlich trotzdem gelesen. Under the Never Sky, da ging es mir auch hauptsächlich um die Geschichte. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das nichts mehr für mich ist. Zumindest kommt es immer so ein bisschen drauf an, aber gerade hier, ich weiß nicht. Deswegen werde ich das auf jeden Fall auch aussortieren. Tochter der Götter, da war ich mir zuerst nicht sicher, weil das, was hier hinten drauf steht, finde ich, jetzt hört sich mittlerweile auch nicht mehr so bombastisch an. Aber als ich dann reingelesen habe, bin ich sehr gut reingekommen und fand es auch schon ziemlich cool, dass gerade auch diese verschiedenen griechischen, ja, Personen bzw. Figuren dann auch in einer relativ normalen Geschichte vorkommen und alles und irgendwie alles so ein bisschen getarnt wurde. Das fand ich ziemlich cool, deswegen, das werde ich mir genauer anschauen und das darf jetzt auch erstmal hier bleiben. Nemesis war so ein bisschen am Anfang ein Wackelkandidat, also Hüterin des Feuers von Asuka Leonera, denn hier hat mir gerade ganz, ganz am Anfang auf den ersten 2 Seiten die Protagonistin und diese Situation mit der Mutter und so jetzt nicht so wirklich zugesagt. Also es geht darum, dass sie eigentlich zu einer wohlhabenden Familie gehört, aber ihr Geld dann mit Videospielen verdient. Ja, und gerade ganz am Anfang, das fand ich so ein bisschen seltsam, die Unterschiede zwischen ihr und ihren Eltern und alles, wie ihre Eltern sie dann auch behandeln und so. Aber als sie dann angefangen hat, von diesem Videospiel und so zu erzählen, das fand ich ziemlich cool. Also das werde ich mir auf jeden Fall genauer noch anschauen und da habe ich auch ziemlich viel Lust drauf, das jetzt auch bald tatsächlich zu lesen. Und hier musst du glücklich sein von Lisa Heathfield. Ja, da dachte ich zuerst, oh, ob das jetzt doch was für mich ist, denn oft habe ich bei diesem Sektenthema, was Bücher zumindest angeht, leider in der Vergangenheit nicht so viel Glück gehabt. Aber das hat sich ziemlich cool reingelesen, hat sich sehr interessant dann doch auch alles angehört, weshalb ich da auf jeden Fall weiterhin dran festhalte. Vielleicht lese ich sogar diesen Monat, denn es ist ja eins an sich nicht dick und dürfte sich schnell lesen lassen. Ja, das ist der aktuelle Stand. Bisher ist immer ein Buch mehr hier geblieben oder bleibt jetzt hier. Also aussortiert habe ich jetzt 4 Bücher und hier bleiben werden jetzt 6 Bücher. Aber wir haben ja noch ein bisschen was vor uns. Mal schauen, wie das so weitergeht. Und ja, ist ja auch okay. Hauptsache, es wird weniger. Schaut mal. Ist jetzt schon ein paar Tage her, aber wir haben einen Kater adoptiert. Da ist er. Da ist er. Hallo. Das ist der Simon. Wir nennen ihn auch Matze, die Katze, ab und an. Wie ihr seht, verliert er hier sein Fell. Das hat er sich nämlich im Tierheim rausgerupft. Das ist auch schon ein alter Kater. Ja, aber er ist jetzt auch schon aufgeweckt. Seit Samstag haben wir ihn hier. Oh, er ist einfach nur schnuckelig. 13 Jahre alt ist er circa. Ja, und wir hoffen ihm jetzt hier noch ein
gemütlichen Ruhestand quasi zu ermöglichen. Aber er ist schon auf jeden Fall weniger ängstlich, als er das am Anfang war. Gell? Ja, denn am Samstag war erstmal die Fahrt mit dem Auto ziemlich schwierig in der Transportbox. Ja, er hatte da fast schon eine Panikattacke, glaube ich. Es war auch sehr heiß im Auto, weil leider die Klimaanlage nicht geht. Da mussten wir dann schauen, dass es mit den Fenstern wenigstens einigermaßen geht und alles. Es hat mir echt leid getan. Also an diese Transportbox müssen wir ihn auf jeden Fall noch gewöhnen, weil wir bald auch zum Tierarzt mit ihm möchten, einfach um halt auch nochmal einen Check zu machen. Aber ich glaube, er gewöhnt sich ganz gut ein. Am Anfang hat er sich eigentlich nur in einer Ecke versteckt und wollte fast nicht angefasst werden. Da haben wir ihm natürlich seine Zeit gelassen. Und jetzt rollt er sich auch schon auf seinen Rücken und lässt sich sein Bäuchlein streicheln und alles. Also so langsam wird's. Vielleicht wird er ja doch noch ein Schoßkater, ich weiß es nicht. Ja, aber das als Update zum Kater. Ich denke, ich mache das jetzt einfach hier in diesem Vlog mit dazu. Und jetzt zeige ich euch noch ein paar Bücher, die ich jetzt auch noch angelesen hatte. Ich muss ihn die ganze Zeit angucken. Er ist einfach so putzig. Machen wir das jetzt mal so. Auf jeden Fall habe ich in The Lies of Locke Lamora reingelesen. Es hat mir gar nicht gefallen. War irgendwie ganz, ganz seltsam. Auch die Reviews, die, also ich lese mir ja immer sowohl positive als auch negative durch und die haben mich halt einfach generell nicht angesprochen. Und auch das ist ein Buch, das ich in Dublin gekauft habe, deswegen tut es mir auch ein bisschen leid, aber ich werde es einfach nicht lesen und dann bringt es ja auch nichts, das hier rumstehen zu haben. Ja, überraschend ist vielleicht auch, dass Staubchroniken ausziehen wird. Ich fand Animant oder Annie oder wie sie jetzt auch immer genannt wird, sehr, sehr seltsam. Und auch in den Rezensionen, die ich gelesen habe, sorry übrigens, wenn ihr die Waschmaschine im Hintergrund hört, ja, in diesen Rezensionen wird eben auch erklärt, dass es eigentlich ziemlich langweilig sein soll, dass ihre Einstellung und Attitude weiter so sein soll und dann kann ich damit einfach irgendwie nichts anfangen, leider. Ja, jetzt ist die Waschmaschine gut am Start. Ich hätte vielleicht vorher die Tür zumachen sollen. Ja, aber die Tatsache, dass ich das Buch aussortiere, wird wahrscheinlich jetzt einigen nicht so gut gefallen, da sie das ja sehr gerne mochten. Aber jedem seins, denke ich mal. Dafür fand ich Secrets sehr, sehr cool. Das bleibt auf jeden Fall hier. Ich fand diese ganze Idee mit den Gefühlen, die unterdrückt werden, durch diese Chips interessant und die Protagonistin scheint dadurch, dass sie irgendeinen Defekt hat, dass sie ihre Gefühle eben nicht unterdrücken kann mit diesem Chip, auch sehr interessant zu sein und das möchte ich mir auf jeden Fall genauer angucken. Ja, und auch Windfire, wo ich gedacht habe, das zieht auf jeden Fall aus, hat mir richtig gut gefallen. Es hat sich flüssig gelesen, es hat sich interessant gelesen, es war cool. Aber ich mochte Lynn Raven auch vor einigen Jahren, als ich Blutbraut, glaube ich, hieß es. Ja, Blutbraut gelesen habe. Und ja, ich denke, das probiere ich hier einfach nochmal weiter. Ja, also ich habe jetzt 4 Bücher erstmal noch gelesen, aber jetzt ist es ausgeglichen. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie es weitergeht, wie da jetzt das Verhältnis zu Abbau und Behalten sein wird. Wir werden sehen. Ja, ich glaube, 2 Tage später ist es jetzt. Ich bin mir nicht sicher. Oh, im Hintergrund seht ihr den tollen Karton. Ich wusste nicht, wohin mit, deswegen so seltsam hinter die Couch. Aber hier ist jetzt gerade wenigstens ein bisschen Licht. Ja, wir sind gerade alle im Wohnzimmer am Schwitzen. Es ist unfassbar heiß hier. Der Kater liegt auch hier. Da er so dunkel ist, sieht man ihn nicht so gut. Hier erkennt man noch seine kahlen Stellen, die er ja quasi im Tierheim entwickelt hat. Er hat sich dann nämlich angefangen, das Fell auszurupfen. Und ja, es ist jetzt ein bisschen besser und dadurch, dass er jetzt so hier da schläft und auch schon sein Bäuchlein streicheln lässt, geht es ihm, glaube ich, hier ganz gut. Also wir hoffen es auf jeden Fall. Ich habe fleißig weiter in Bücher reingelesen und bisher sind es 7 weitere Bücher. Und ja, nur 2 davon ziehen jetzt aus.
Die anderen haben mir irgendwie dann doch alle gut zugesagt oder gut gefallen. Und die, die ausziehen werden, sind wahrscheinlich jetzt auch sehr überraschend. Zum einen Isara, das ewige Feuer. Das hat sich vom Sprachstil her und von dem, um was es dann wahrscheinlich geht, so wie ich zumindest jetzt angelesen habe und auch ja von der Inhaltsangabe rausgehört habe, einfach nicht mehr nach was angehört, das mir aktuell zusagt. Es hat doch sehr kindisch gewirkt. Mir fällt jetzt kein anderes Wort ein, das dann nicht abfällig wirkt. Also sorry, wenn das jetzt euer Lieblingsbuch ist. Ich meine das jetzt nicht so, aber ja, wie gesagt, mir fällt halt jetzt kein besseres Wort ein. Aber ich glaube, dass das einfach nichts mehr für mich persönlich ist. Deswegen wird das hoffentlich einen besseren Besitzer finden. Ja, und mir ging es mit diesem Buch auch so, mit The Wrath and the Dawn von René Adi. Zorn und Morgenröte heißt das ja auf Deutsch, soweit ich weiß. Ich habe mir vor allem auch nochmal Reviews angeguckt und es wird wohl um eine Dreiecksgeschichte auch wieder gehen. Das mag ich ja persönlich überhaupt nicht. Dann soll die Protagonistin auch sehr kindisch irgendwo sein. Ja, wieder dieses Wort, ne? Aber ja, ich denke, das ist einfach auch nichts mehr für mich. Ich finde es sehr, sehr schade, weil ich dieses Buch so toll finde und es hat auch diesen, ja, rauen Buchschnitt, der manchmal im englischsprachigen Bereich vor allem Thema ist. So sieht man es, glaube ich, ein bisschen besser. Aber es bringt nichts, wenn ich es dann nicht lese. Jetzt schnarcht der Kater wieder. Ich weiß nicht, ob man es hört. Ich versuche es mal zu filmen einen Moment. Habt ihr es gehört? Ja, er schnarcht halt leider. Ich hoffe, dass das jetzt auch nichts Schlimmes ist. Es wirkt alles, als hätte er eine Allergie gehabt oder hat eine Allergie. Durch das halt das mit dem Fell war und sie meinten auch, er hätte Flöhe gehabt und so, haben sie ihm dann ein Mittel gegeben. Und dadurch, dass es jetzt alles ein bisschen besser wird, vielleicht war es auch einfach was Psychosomatisches, keine Ahnung, aber ja, wir gehen bald auf jeden Fall auch mit ihm zum Tierarzt und dann spreche ich das mit dem Schnarchen auch mal noch an. Vielleicht ist er halt einfach, ja, im Schnarchalter. Ich weiß es nicht, wie das bei Katzen ist. Er ist halt schon sehr alt, ne? Aber zurück zu den Büchern. Behalten werde ich dann Die Silberne Königin von Katharina Seck. Das hat sich nach einer richtig coolen Geschichte angehört. Auch beim Reinlesen dachte ich jetzt, ja, das ist cool. Schöne Märchengeschichte, könnte auf jeden Fall was werden. Dann habe ich in das hier reingelesen, bis mir dann aufgefallen ist, dass es das dritte Buch in dieser Reihe ist und ich ja eigentlich mit Band 2 weiterlesen sollte. Aber trotz allem hat mir das jetzt wieder sehr zugesagt und ja, ich gebe der Reihe jetzt nochmal eine Chance, denke ich. Furthermore von Tahiri Mafi. Ich dachte, dass das zu kindisch ist, weil es halt auch ein tatsächliches Kinderbuch ist. Also es ist halt für Kinder ausgelegt. Und ich fand es jetzt aber sehr, sehr cool vom Schreibstil auch. Es ist ein natürlich einfacheres Englisch, aber dann vielleicht auch was für Englisch-Erstleser oder Neuleser. Ich weiß nicht, wie man das jetzt nennt. Ja, und ich fand es halt doch sehr einzigartig und cool. Und da habe ich auf jeden Fall Lust, noch weiter reinzulesen. Viking Warriors behalte ich auch erstmal hier, weil sowas in diese Richtung habe ich tatsächlich noch nicht hier. Ich finde die Wikinger dann doch auch immer sehr interessant von der Thematik und würde es auf jeden Fall gerne mal probieren, da ein bisschen weiter als nur jetzt das erste Kapitel noch zu lesen. Und Pandora, ja, war doch ziemlich cool. Also gerade das mit diesen Werbungen in den Träumen finde ich doch sehr interessant. Und da sind meine Gedanken dann auch schon wieder am Rasen und ja, da stellt man sich dann vor, wie das eventuell bei uns in der Zukunft aussieht und ob es nicht doch auch möglich ist und so. Ja, also das ist bisher der Stand. Doch ein bisschen was wieder, das da bleibt, aber immerhin mache ich weiter mit dem Ganzen und ich denke, dass ich jetzt die Bücher an sich noch
die hier nebendran sind, es sind noch ein paar, dass ich die jetzt erstmal, ohne euch Zwischenstand zu geben, weiterlesen werde, weil sonst das Video, glaube ich, auch zu lange wird. Und am Ende dann ein finales Fazit und dann seht ihr halt auch den Stapel verglichen. Das bleibt da, das zieht aus und so. Und ich glaube, ich sehe total müde aus heute, ne? Es ist halt auch so heiß und alles, da schläft man so schlecht. Aber naja, alles ist gut und ja, ich melde mich dann hoffentlich so bald wie möglich wieder mit dem Fazit, wie viele Bücher genau ausziehen, wie mein aktueller Substand ist und so weiter. Ja. So, ich glaube, das ist jetzt ein bisschen ein komischer Blickwinkel, aber ja, fürs finale Fazit, in dem wir uns jetzt befinden, wollte ich euch ganz gerne die Vergleiche zeigen. Auch wenn ihr, glaube ich, jetzt nicht komplett die Stapel sehen könnt, doch ich glaube schon. Also es sind jeweils drei Stapel und aktuell sieht der Stapel an Büchern, die ich aussortiere, doch ein bisschen größer aus. Das sind 30 Stück, die habe ich auch schon gezählt und die, die ich behalten werde, habe ich noch nicht gezählt. Das werde ich jetzt gleich direkt mal tun. 2, 4, 6, 20... 24, 26, 28, 30. Okay, es sind auch genau 30. Also 30 gehen, 30 bleiben. Ist, ja, genau 50-50. Sehr witzig. Das hätte ich jetzt niemals erwartet. Und damit sind wir sogar bei einem Substand. Ich muss mal kurz schauen. Genau, mein Sub ist aktuell bei 626. Da habe ich auch schon die paar neuen Bücher dazu gezählt, die ich letztens gekauft habe. Also genau, wir sind dann jetzt unter einem Wert von 600 bei 596. Und klar, es ist nur knapp unter 600, aber das finde ich wirklich schon mal ein ganz guter Anfang bisher. Die Bücher, die ich aussortieren werde, werde ich euch jetzt, denke ich, nochmal ganz schnell im Schnelldurchlauf zeigen. Einige davon habe ich euch ja schon gezeigt, deswegen hoffe ich, dass es nicht zu repetitiv wird. Die Bücher, die ich behalten werde, die lasse ich jetzt erstmal, ansonsten wird das Video jetzt einfach zu lange. Aber auf jeden Fall haben wir hier Royal Blue. Das Buch war eigentlich nicht auf meiner Anzulesen-Liste, aber ich hatte das im Juni angefangen. Und es hat mir einfach leider überhaupt nicht gefallen. Ich wollte sehr gerne eine LGBTQ-Geschichte lesen, aber das war mir hier zu kitschig. Also egal, ob jetzt Junge liebt Junge oder Hetero oder wie auch immer, solange es eben irgendwie eine Person ist, die ganz seltsam agiert und seltsam drauf ist und es dann auch irgendwie so, ja, Hater direkt zu Lover und sowas wird, das ist mir zu kitschig, das ist mir zu kindlich irgendwo auch und deswegen zieht das leider, leider aus. Under the Never Sky hat mir einfach nicht zugesagt, genauso auch Der Winter erwacht. Hex Hall habe ich euch schon gesagt, Cracking Everything auch. The Lies of Loch Lomora, glaube ich, habe ich euch auch schon gezeigt. Genauso auch The Wrath and the Dawn. Also es sind schon sehr überraschende Bücher hier dabei, glaube ich. Vor allem auch das hier, die Staubchroniken oder auch Das ewige Feuer Isara. Before I Fall war ein bisschen kindisch und ganz kindisch fand ich auch Evolution. Ja, ich fand das auch ein bisschen seltsam geschrieben, glaube ich, so rum war es. Also, ja. Auch The Promise, hätte ich jetzt fast gedacht, dass es vielleicht doch auf meinem Ja-behalte-ich-Stapel landet, aber irgendwie dann doch auch nicht. The Bronze Horseman, viel zu lange hier und gar kein Interesse mehr dran. Leider auch All the Light You Cannot See von Anthony Doerr. Die Legende von Greg zieht aus. Dämonika ist ein ganz seltsames Buch gewesen, was ich so reingelesen habe. Und da ging es hauptsächlich auch nur um das eine. Und dann noch diese Elemente mit Dämonen etc. Nee, ich weiß auch nicht. In dieses Buch hier, Books and Brown, habe ich ehrlich gesagt gar nicht mal reingelesen.
ich hatte einfach schon das Gefühl, das ist nichts mehr für mich. Genauso leider auch bei den Serafina-Büchern. Da habe ich noch den zweiten Band, oder das ist, glaube ich, der zweite. Auf jeden Fall habe ich den anderen Band noch irgendwo. Bei Das Licht von Aurora ist auch kein Funke bei mir übergesprungen. Zwischen uns die Flut hat sich auch nach einer irgendwie komischen Geschichte angehört. Dreamkeeper hat mich sehr, sehr überrascht. Da hatte ich fast eigentlich gedacht, dass das richtig cool noch sein könnte, aber beim Reinlesen habe ich gemerkt, es catcht mich einfach nicht. Das Buch ist noch verpackt, weil ich dann, als ich es nochmal in der Hand hatte, einfach auch kein Bedürfnis mehr hatte. Naja, hier haben wir Serafina Band 1. Dann habe ich noch die Puppenkönigin hier. Das hat mir auch nicht zugesagt, war auch irgendwie sehr kindisch. Auch beim Galgenmädchen ist kein Funke übergesprungen. Das Grimm-Buch. Jetzt bin ich, glaube ich, bei Büchern. Ja, okay, das ist jetzt ein Stapel an Büchern, die ich doch noch behalten werde. Okay, dann bin ich doch nicht unter 600 Büchern, sondern ja, Grimm fand ich doch cool. Schade, das ist jetzt echt blöd. Oder war das? Ich bin gerade sehr verwirrt. Man merkt es, glaube ich, auch. Doch, genau, weil auch Bad Girls fand ich cool. Aber dafür Princess Academy bleibt hier. Und Dark Queen fand ich auch cool. Okay, drei Bücher auf jeden Fall schon mal zurück. Dann hätten wir hier noch Constellation. Das zieht aus, soweit ich weiß. Denn ich bin gerade richtig verwirrt, weil ich zwischendurch ein bisschen aufgeräumt habe und dann die Stapel der Bücher doch umgeräumt habe, leider. Das war nicht so gut. Constellation ist bestimmt ein cooles Buch, aber es wird ja nicht mehr übersetzt. Und ich möchte mir dann doch, wenn ich nochmal Bock drauf haben sollte, würde ich mir wahrscheinlich die englischen E-Books oder so holen. Deswegen kann das Buch ausziehen. Die längste Nacht hingegen fand ich dann doch ganz cool, soweit ich weiß. Ja. Und And I Darken eigentlich auch. Okay. Also fünf Bücher sind dann jetzt doch noch nicht beim Aussortieren dabei. Das heißt, die nicht aussortierten Bücher überwiegen jetzt. Aber ist okay, glaube ich. Damit ist der Substand aber bei 601. Ja, also ich bin jetzt nicht unter 600. Ist aber trotz allem okay. Ich bin weitergekommen. Ich bin froh, dass ich jetzt generell mit diesem Projekt wieder weitergemacht habe und dass jetzt nur noch ein Regal bzw. zwei große Regale vor mir sind. Da wird es dann auch demnächst weitergehen und ja, ich hoffe, dieses Video hat euch Spaß gemacht. Und wenn ihr irgendwie gern ganz genau wissen würdet, warum ich mich für welches Buch entschieden habe oder nicht, kann ich das beim nächsten Video auch gerne noch ein bisschen ausführlicher machen. Ich habe nur immer das Gefühl, dass es vielleicht, wenn ich es zu sehr in die Länge ziehe, gar nicht mehr so interessant ist. Also da könnt ihr mir gerne mal Feedback in den Kommentaren dalassen. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.